So, hello ihr Lieben. Ich drehe heute wieder einen neuen Vlog für euch. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es richtig cool, so zurückblickend zu sehen, dass ich noch, quasi jetzt seit fast einem Jahr, fast in jeder Woche, ganz genau weiß, was ich getan habe, weil ich es einfach gevloggt habe. Und das ist echt irgendwie cool, auch so zu sehen, wie das so vor einem Jahr war und dann jetzt. Aber ich will nicht so lange darüber reden. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Lea. Ich bin 21 Jahre alt und studiere Grundschullehramt. Und genau, ich nehme euch, wie man gerade vielleicht so mitbekommen hat, ein bisschen durch mein Leben mit. Das war so richtig lost jetzt gerade, dieses Intro, weil ich einfach nicht wusste, was ich sagen will. Und es hat gar nicht zusammengepasst. Aber egal. Ich bin auf jeden Fall schon Viertel vor neun. Ich habe heute mal wieder... Ne, es ist 20 vor neun, ne? Wir wollen es ja nicht übertreiben. Heute mal wieder ausgeschlafen. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich im Moment voll in diesem Ausschlafmut. Also ich meine, eigentlich ist Ausschlafen für mich so bis 12, aber ich habe bis um 8 geschlafen. Ich war jetzt auch noch nicht beim Sport. Ich bin aber hart am Überlegen, ob ich noch zum Sport gehe. Es ist nur immer dann so voll und dann habe ich da echt gar keinen Bock zu. Ich frühstücke jetzt erstmal mit meinen Eltern und dann schreibe ich mir mal auf, was ich alles so machen möchte noch heute und gucke, ob ich dann da so Platz finde. Vielleicht plane ich dann meinen Tag so komplett durch und gucke dann mal. Ich habe heute auf jeden Fall relativ viel Zeit, weil mein Freund erst heute Abend spät nach Hause kommt. Und genau, dann kann ich heute auf jeden Fall viel schaffen. Sonst ist das ja immer so um 16:30, wenn er von der Arbeit kommt, dann habe ich auch keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Aber heute könnte ein produktiver Tag noch werden. Cooler wäre es gewesen, wenn ich um 7 Uhr zum Sport gegangen wäre, aber egal, wie soll ich da, also nee, da war meine Motivation heute nicht so da. Ja, ich gucke gleich mal und dann gebe ich euch ein Update, wie mein Tag heute so aussieht. So, ich bin fertig mit Frühstücken und mache mich jetzt direkt wieder auf den Weg. Ich war gestern in so einem Outlet-Center und dann hatte ich wohl ein, zwei Teile, die mir ganz gut gefallen haben, aber ich war dann so, nee, kaufe ich mir doch nicht. Weil ich zu geizig war und jetzt gefallen mir die Sachen aber immer noch so gut und eigentlich möchte ich die unbedingt haben. Und dann meinte meine Mama, fahr doch eben schnell dahin und kauf sie dir. Jetzt fahre ich da eben schnell hin und kauf mir die Sachen. Es ist voll der weite Weg, also es sind schon 25 Minuten, die ich dahin fahre. Aber egal, ich hole mir dann schnell die beiden Sachen und dann komme ich wieder. Mega. So, ich habe jetzt hier meinen Tag geplant. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit, bis ich los muss, weil das öffnet erst um 10 und ich fahre nur 20 Minuten, also muss ich erst in 20 Minuten los. Ich wollte mir das jetzt eigentlich auf meinem iPad in diese Zeiteinteilung einschreiben, aber ich muss leider gerade Bachelorette noch zu Ende schauen. Das geht jetzt noch 5 Minuten, dann mache ich das, weil das ist gerade sehr wichtig. So, ich bin angekommen. Mein Navi hat mich einfach durch so komische Ortschaften geschickt. Also da bin ich noch nie lang gefahren. Auf dem Rückweg fahre ich definitiv anders. Das hat jetzt seit 10 Minuten offen und es ist einfach schon so voll hier. Hier sind so viele Menschen schon. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie anstehen muss oder so. Da habe ich gar keinen Bock zu. Ja, und ich gehe jetzt alleine shoppen. Aber eigentlich liebe ich alleine shoppen, weil dann kann ich da gucken, wo ich will und so lange gucken, wie ich will. Ja, mal gucken, was ich so finde. So, nach 20 Minuten bin ich jetzt wieder zurück im Auto. Ich muss sagen, es hat einfach nur so lange gedauert, weil ich mich absolut nicht entscheiden konnte, ob ich es jetzt mitnehme oder nicht. Ich zeige euch die Sachen gleich mal, wenn ich wieder zu Hause bin. Und jetzt hatte ich, glaube ich, dann ein bisschen mehr. Ja, ich fahre jetzt erst nach Hause und dann muss ich das erstmal meiner Mama zeigen. Ich bin mir echt absolut nicht sicher. Ihr könnt mir ja gleich mal schreiben in die Kommentare, wie ihr die Sachen so findet. Ja, weil eigentlich sind die voll schön, aber es ist halt voll, weiß ich nicht, ob es unnötig gewesen ist oder nicht. Unnötig wäre es auf jeden Fall gewesen, wenn ich jetzt wieder nichts mitgenommen hätte. Ja, ich muss jetzt erstmal noch drüber nachdenken und nach Hause fahren. So, ich bin wieder zu Hause, wie man sehen kann. Und ich zeige euch jetzt schnell, was ich mir gekauft habe. Es sind ja nur zwei Teile, aber die möchte ich euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Als allererstes habe ich diese Jacke, Mantel, weiß ich nicht genau. Ich habe die jetzt einfach mal drüber gezogen und ziehe mir jetzt eben nichts Besonderes dazu an. Die Sachen sind übrigens beide von Only. So sieht die aus.
Ich weiß nicht, wie es die noch gibt, ob es die noch gibt, weil die ist ja jetzt aus diesem Outlet-Center. Also ich war gestern noch mal bei uns in der Stadt im Only und da gab es die nicht. Aber ja, man weiß ja nie. Die hat auf jeden Fall anstatt 39,99 nur noch 27,99 gekostet. Und eigentlich wollte ich die in Rosa mitnehmen. Ich war auch schon fast an der Kasse, habe ich mich nochmal umgedreht und habe gesehen, dass es die auch in Beige gibt. Und dann dachte ich mir, nehme ich die lieber in Beige. Das ist etwas neutraler und kann man zu viel mehr Sachen anziehen. Gerade weil ich auch so viel Schwarz habe. Ja, Weiß habe ich auch viel, aber das kann man jetzt nicht mit Weiß anziehen. Genau. Deswegen die. Und ich habe die in S. Also man kann die ruhig in seiner Größe oder eine Größe kleiner nehmen. Also die fällt wohl relativ groß aus. Genau, aber ich glaube, die soll auch so ein bisschen größer wohl sitzen. Und als zweites habe ich mir dann dieses Kleid gekauft. Ich wollte gerne so ein schönes Kleid mit langen Ärmeln aber wohl haben. Ich hatte das eigentlich erst in Schwarz mit Weiß. Fand ich auch ein bisschen besser, weil eigentlich hätte ich das dann mit einer dunklen Strumpfhose angezogen und ja, dann dunklen Schuhen. Hierzu kann man jetzt, also weil es dunkelblau ist, genau, sieht man da, ziehe ich da jetzt keine schwarze Strumpfhose zu an. Deswegen muss ich mal gucken, aber ja, ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Mal schauen, wann ich es anziehe, wie ich es dann anziehe. Genau, ich habe nämlich ein langärmeliges Kleid, aber das hat so einen großen Ausschnitt und hier ist es einfach so perfekt. Ja, fand ich auch ganz schön und das hat 19,99 € gekostet, anstatt, ich weiß gar nicht, habe ich gar nicht reingeguckt. Kann ich euch sofort sagen. Ah, hier ist das Schild. Vielleicht sehe ich es. Anstatt 29,99 €. Also auch eigentlich vollkommen okay. Oh, es ist mittlerweile kurz nach 4. Ja, ich mache jetzt eine kurze Pause vom Lernen und gehe eine Runde Gassi mit dem Hund von meiner Schwester. Der ist nämlich heute den ganzen Tag da. Und dann gehe ich jetzt mal eine Runde raus mit ihm. Ich werde vielleicht so ein bisschen Musik noch nebenbei hören. Ja, und dann gucke ich mal, wie ich gleich weitermache. Mein Schiff muss auf jeden Fall auch noch aufladen. Ich bin heute aber auf jeden Fall schon echt weit gekommen. Mir fehlt gar nicht mehr so viel für die Hausarbeit. Ja, aber ich denke, ich werde gleich erstmal an einer anderen Hausarbeit weiterarbeiten, weil irgendwie kriege ich es da nicht mehr hin. Und dann mache ich lieber, wahrscheinlich Montag, dann weiter, um da Sachen rauszusuchen oder vielleicht am Wochenende mal schauen. So, wir haben es jetzt 6:30. Ich war die ganze Zeit mit dem Hund draußen. Genau, und habe auf den aufgepasst, weil der hier ist und es war kein anderer da. Und dann saß ich draußen und habe gechillt. Ja, und jetzt werde ich meine Sachen zusammenpacken. Ich muss ein bisschen überlegen, weil ich für das ganze Wochenende packen muss. Ich brauche auf jeden Fall auch ein paar Outfits. Und ja, ich habe mir noch nichts überlegt an Outfits, deswegen wird das jetzt eine spontane Sache. Aber das kriege ich hin. Genau. Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall wieder meinen Schminkkoffer mit. Dann ist das alles ein bisschen sortierter. Und dann kann ich vielleicht ein paar Sachen mehr in die Tasche tun. Genau, deswegen räume ich das jetzt mal eben um und räume das dann hier rein. So, wir haben Freitag. Es ist irgendwie 20 vor 3 oder so. Ich bin von der Arbeit wieder zu Hause. Zum Glück. Ich bin so froh, dass ich heute eine Frühschicht hatte und keine Spätschicht. Irgendwie sieht der Raum hinter mir so groß aus. Ist aber eigentlich gar nicht. Und ja, ich habe mega Hunger. Deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, was wir so zu essen haben. Wir haben aber immer nur so einzeln so Nudeln oder Reis, aber nichts, was man da so als Soße oder so zumachen kann. Das ist immer richtig blöd. Deswegen gucke ich jetzt mal, was wir noch so da haben, was ich so zusammenmixen kann und muss dann irgendwie ein bisschen kreativ werden, glaube ich. Also ich weiß nicht, was mit unserem Kühlschrank falsch ist, aber ich dachte mir, ich mache mir einen Wrap, aber diese Gurke ist einfach gefroren. Lol. Also ich weiß gar nicht, wer den immer so hoch einstellt, weil ich tue es nicht. Das ist einfach Eis. Ich warte jetzt doch noch, bis mein Freund kommt und snacke in der Zeit hier meine letzten Tomaten und ich habe noch so einen Kakao, den trinke ich und ja, ich muss so ein bisschen meinen Tag planen. Ich habe heute nämlich noch echt viel zu tun, aber nur noch sehr wenig Zeit, weil ich nachher noch weggehe und ich habe einfach herausgefunden, dass das die Struktur meiner Haare ist. Also so leicht gewellt. Ich dachte immer, ich habe voll glatte Haare, aber ich war jetzt gestern am Duschen und
Hab dann meine Haare lufttrocknen lassen und ich hatte nur so unten so einen Zopf. Und ja, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, waren die dann so gewellt. Mal gucken, es gibt ja diesen TikTok-Trend mit dem, wo man dann die Haare in so ein Handtuch einwickelt. Vielleicht mache ich das demnächst auch mal. Das wäre mal voll interessant zu wissen, ob dann ja, meine Haare noch lockiger sind oder nicht. Genau, und jetzt gehe ich ins Bett und chill erstmal und plane so ein bisschen. So, ich melde mich zurück. Wir haben aber mittlerweile schon Samstag. Ja, ich konnte mich gestern aber einfach nicht mehr melden, weil ich war so im Stress. Ich war dann noch einkaufen. Ich dachte eigentlich, ich gehe ja mit meinem Freund einkaufen, aber dann hatte der keine Lust. Und dachte ich mir so, toll, hätte ich ja schon längst gehen können. Ja, aber egal. Und dann ja, musste ich mich schnell fertig machen, weil ich ja auf dem Geburtstag eingeladen war. Und ja, hatte dann auch gar keine Zeit mehr, dann noch irgendwie was zu filmen. Ja, und jetzt heute Morgen, the day after. Also ich muss sagen, ich habe gestern schon sehr tief ins Glas geguckt, aber mittlerweile geht's auch wieder. Ich bin jetzt auch alleine hier. Es ist richtig schönes Wetter. Ich treffe mich nachher auch wieder mit zwei Freundinnen, aber erst um 16 Uhr, also so knapp in 4 Stunden. Ja, ich werde mir jetzt erstmal ein fettes Frühstück machen. So richtig leckeres und dann dabei irgendwas gucken. Und ich denke, dass ich später ein bisschen hier aufräumen werde. Ich habe eigentlich gar keine Lust, aber irgendwie muss hier echt mal wieder aufgeräumt werden. Vielleicht mache ich es auch nicht. Mal gucken. Ja, und dann mache ich mir erstmal so einen ganz entspannten Vormittag. Und ich muss auf jeden Fall gleich erstmal so meine Beine wieder fresh machen, weil ja so schönes Wetter ist. Und dann ja, ziehe ich auf jeden Fall gleich kurze Sachen an. Richtig nice. Endlich mal. Also ich meine, so Mitte August kann jetzt auch mal so schönes Wetter sein. So, ich bin jetzt mal aufgestanden um 20 vor 4. Geht es aber wieder gut. Zwischenzeitlich ging es mir gerade nicht so gut. Ja, aber ich werde mich jetzt fertig machen. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich anziehen soll. Ich habe nämlich nicht für 30 Grad gepackt. Und ich habe auch keine Lust, jetzt zu Hause zu fahren. Das ist immer voll das Hin und Her. Ich mache jetzt erstmal meine Beine fresh. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Genau, und dann mal gucken, ob ich mich noch schminke oder so. Eigentlich will ich mich ein bisschen wohl schminken. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich das so schaffe. So, ich bin jetzt fertig gemacht. Ich habe jetzt doch eine Dreiviertelstunde irgendwie gebraucht, aber ich habe es halt auch ganz in Ruhe gemacht. Genau, und ich fahre jetzt los. Yay.